Bentley made in Germany. Ja, das hören die Engländer nicht gerne. So, jetzt kommt der erste Moment. Haben wir alles richtig gemacht oder nicht? Knallt es jetzt oder knallt es nicht? Herzlich willkommen, es ist wieder Sonntag und heute bin ich wieder bei Bentley, bei Ludwig. Die erste Inspektion bei meinem Bentley ist fällig. So. Und wir dachten uns, wir nehmen euch von A bis Z mal mit. Ihr könnt mal dabei sein, ihr könnt mal gucken, was alles so abgeht. Aber so einfach ist es nicht. Es ist echt ein mega Entgegenkommen von Bentley und in diesem Falle Bentley München, dass wir dabei sein dürfen, weil in Werkstatt darf eigentlich keiner hin. Genau. Jetzt haben wir richtig Spannung aufgebaut, ne, Goran? Also jetzt vertonen wir Ludwig, damit ihr Ludwig auch richtig hören könnt. Und dann nimmt uns Ludwig mit und wir tauchen jetzt mal in die Welt vom Bentley-Werkstatt ein. Da ist er ja. Was hast du zu der Farbe, zu der Folierung? Also die ist jetzt ein paar Monate alt, ich finde es immer noch schick, aber es wird jetzt mal Zeit für was Neues. Kippt doch mal in die Kommentare ein, wie wünscht ihr euch das? Welche Farbe soll ich mein Bentley umfolieren? Welche Farbe? Ihr seht das ja nicht so gerne, ne? Folierte Autos. Doch, an sich schon. Also ja? Ich bin mittlerweile immer mehr Fan davon. Ja. Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren, wenn du eine Folie drauf gemacht hast, hat das ausgeschaut, als wäre das Auto schlecht nachlackiert. Ja, das stimmt. Und mittlerweile kann man so coole Sachen machen mit der Folie. Ja, mega, genau. Und außerdem ist das keine Folie, in dem Sinne, das ist ein Lackschutz. Ja. Das ganze Auto ist mit Lackschutz foliert. Und zack, haben wir gleich weiße Sitze. So foliert, macht Ludwig schnell aus Bicolor Imperial Blue und Saddle Weiß. Genau, Uni-Weiß. Oh, guck mal, sogar mein Schalthebel wird geschützt. So, jetzt werden die einen oder anderen schreiben, mein Gott, so viel Plastikverschwendung und so weiter. Das ist natürlich recycelbar und wird nicht nur für ein Auto verwendet. Absolut, ne? Ist mehrfach verwendbar. Genau, so damit, somit für die Jungs, die jetzt die Kommentare jetzt rausschießen. Jetzt haben wir das schön ausgekleidet. Super. Zack. Du kennst dich schon voll aus, sehe ich. Mein Emblem ist immer noch nicht da. Du weißt, wie die Haube aufgeht. Nee, weißt du, das ist ja das Gute, wenn du es nicht weißt. Dann darf ich dir gerne helfen. Ja, gerne. Wir haben hier einen Griff, den man auf die Seite schieben muss. Ah, da, okay, alles klar. Das ist immer das Gute, wenn ihr ein Auto kauft, ihr zieht an Hebel, wo die Hebel sind, ziehst du ja relativ schnell. Und dann lasst ihr den Besitzer die Motorhaube aufmachen. Und wenn ihr das so ruckzuck macht, es sei denn, ihr seid bei einem jetzt Mechatroniker oder Kfz-Meister, das ist was anderes. Aber wenn ihr bei einem Otto-Normalverbraucher seid und er macht das ganz schnell, ist immer so ein Zeichen, vielleicht muss er viel Öl nachkippen oder er müsste noch mal gucken. Dann war er zumindest oft dran. Genau, genau. Aber wenn er sucht, das ist immer ein gutes Zeichen. Okay. Ja, mit hier haben wir dein wunderschönes 6-Liter-Aggregat. Schön. Mega. Das ist so da genial. Ist ja dann auch immer, sage ich mal, oft die Diskussion mit Kunden, warum muss man denn hier nach 15.000 Kilometer schon einen Ölwechsel machen? Mhm. Ich habe gerade gesagt, Auto hat 6 Liter Hubraum. Ja. In Bayern sage ich gern 6 Mass. Wer schon mal auf der Wiesn war und versucht hat, 6 Mass zu trinken, der weiß, was da zu bewegen ist. Wie viel Liter Öl geht da rein? Über 10 Liter. Über 10 Liter? Ja, über 10 Liter. Krass. 0W40, also auch eins der High-Performance-Öle. Super. Wie geht's weiter? Ich würde sagen, wir fahren das Auto einmal hoch, gucken unten einmal durch. Okay. Jetzt nehme ich dich mit und das Auto. Hier sieht man jetzt unten, ist alles mehr verkleidet als oben. Im Motorraum haben wir gerade gesehen, wenig Abdeckung. Stimmt. Unten haben wir viel Abdeckung, hat was mit dem CW-Wert zu tun. Ah, okay. Der Unterboden sollte eigentlich komplett dicht abgedeckt sein. Ja, genau. Guck mal, hier steht Bentley made in Germany. Geil. Mhm. Ist natürlich, gehört zu VW-Konzern. Ja. Das darf man nicht vergessen. Aber Bentley ist natürlich ein englisches Auto, ursprünglich, aber seitdem die übernommen worden sind vom VW. VW-Konzern. Bentley made in Germany. Ja, das hören die Engländer nicht gerne. Das ist richtig, aber ich sage immer, und das sprechen natürlich viele Kunden an, habe ich jetzt den VW gekauft? Mhm. Nein, es ist nach wie vor ein Bentley und was Bentley ganz toll machen kann, die gehen an das Regal von allen Marken und suchen sich die besten Sachen raus. Okay, verstehe. Ja, klar. Was gibt's Besseres als serienreife, ausgereifte, getestete Teile? Braucht man nicht reden, ne? Hört er, ne? So richtig schön. Ja. Das sind die Argumente, die du einem Kunden gegenüber einem Kunden bringen musst, wenn er sagt, ey,
kaufe ich hier ein VW oder nicht. Aber es ist plausibel. Schön ist, es ist nie mal gelogen. Ja, es ist plausibel. Ja, das ja, ist es. Es ist plausibel. So. Okay, perfekt. Was sagt ihr denn dazu, dass viel VW-Konzern jetzt hier drin ist? Da bin ich mal gespannt, was ihr in die Kommentare eintippt. Okay, perfekt. So, jetzt kriege ich meine Klamotten. Jetzt bin ich mal gespannt. Schau mal her, Hamid. Aber ein Bentley Overall, Alter. Natürlich. Also anders fangen wir hier. Also meine Größe ist gut. Ihr habt meine Größe, sagen Sie. Das ist ja genial. Das krempeln wir ein bisschen auf. Aber es ist okay von, ich habe ja meine Dings gemacht. Ich habe mal bei der NASA gearbeitet. Hast du das gelesen mal? Nee? Ich habe bei der NASA gearbeitet und da war ich echt, ich war aber auch nur zweimal im Weltall. Jetzt ohne Scherz. Ey, guck mal, der lacht da. Da lacht er. So. Hab's schon wieder vergessen, Ben. Nee, weißt du was? Weißt du, was das Problem ist? Ich habe leider ein bisschen Masse abgenommen, weil ich sehr wenig trainiert habe. Ludwig hat mich das letzte Mal vor 2 Wochen gesehen, da war genau, ich nämlich noch so. Warst du noch Bodybuilder? Ja. Richtiger Bentley, so, das ist geil, ne? Moin. Alles fit? So, wir beide, du bist jetzt mein Chef. Ja. Ja, würde ich sagen. Fährst das Auto rüber und dann treffen wir uns. Da treffen wir uns nämlich gleich. Da. Da darf kein Kunde eigentlich rein, ne? Also zu Thema, es ist die erste Inspektion. Das Auto hat jetzt 16.500 Kilometer. Genau. Ey, wieso 16.000? Das ist je nach Hersteller. Ist das, yeah. Das ist Ferrari teilweise 10.000 bis 12.000 Kilometer. Yeah. Also, ja. Okay. Ja. Seit wann bist du bei Bentley? Ich bin jetzt hier 3 Jahre bald. Im Dezember sind es 3 Jahre. Ja. Cool. Davor Maserati gemacht 4 Jahre lang. Ah, cool. Cool. Davor Jaguar Land Rover in Berlin auch. Mhm. Also ich bin schon ein bisschen rumgekommen. Ja, das ist gut. Das sagen wir es mal so. Das ist gut. Okay. Nochmal das Auto starten. Dann, wir gehen alles durch, wir gehen Blinker durch, wir schauen die Hupe, ob das alles funktioniert. Ja, und dann gehen wir halt auch Knöpfchen durch, ne? Wir gehen durch, ob Massage funktioniert. Okay. Ne, das soll ja alles funktionieren. Ja, die Massage funktioniert zu 100%, garantiere ich euch. Ja, weil weißt du, ich mache 2 Knöpfe, wenn ich einsteige, also 3 Knöpfe. Weißt du welche? Sitzheizung, Massagefunktion und Lenkerheizung. Nein, ich mache erstmal Start, natürlich. Ja, ja. Dann unten Start-Stopp aus. Das ist ganz wichtig. Und Massage. Das sind die 3 heiligen Knöpfe. Ganz wichtig, wir fahren das Auto hoch auf die höchste Stufe. Ah, okay. Wir haben ja Luftfahrwerk, dann ganz wichtig Fahrwerk und dann gehen wir auf Aufhängung sperren. Wahnsinn. Ja, also immer dran denken, das reinzumachen. Es gibt auch einen Abschleppmodus und allen drum und dran. Okay, perfekt. Also immer dran denken. Okay. Gut. Unsere Fahrzeuge, die kriegen immer einen Fahrzeugschutz. Achso. Wir machen einmal Verkleidung. Ja, komm, ich mach das. Also du kannst mir alles geben. Ich bin jetzt heute dein... mein Praktikant. Praktikant. Quasi. So, das sieht doch schon mal gut aus hier. Genau. So, die erste Sache habe ich schon mal gut gemacht, oder? Wunderbar. Perfekt. So. Nicht nur. Ach so. Jetzt ist das Ding komplett. Jetzt der Bentley Continental GT. Davor stehen wir. Hoch. Ein Stückchen. Ein ganz kleines Stück heben wir schon mal an. Jan kann man nicht ärgern. Jan ist immer tiefenentspannt. Ja. Hilft. Ich habe schon vieles gesehen. Noch ein Stückchen hoch. Ja? Nur ein Stückchen hoch. Ja. So ist gut. Schöne Arbeitshöhe, damit man sich nicht so bücken muss. Wir nehmen einmal alles weg, schauen uns die ganzen Kabel an, ne, okay. wie das alles ist, wie das alles verlegt ist, ob da alles in Ordnung ist, ob da nicht ein Mäuschen drin war, ein Marder oder was auch immer. Okay. Ja, aber wir wissen, Marder. Beim letzten Inspektion hatte ich einen Marderschaden. War komplett meine Matte durchgefressen. Soll ich das hier schon mal abziehen? Ja, aber vorsichtig. Ja. Aber wenn es kaputt ist, ist ja nicht so schlimm, weil es hat dann dein Auto. So. Alter. Ja, probier dich. Boah. Ja, man ist ja so vorsichtig. Das macht man, ich mache das zum ersten Mal in meinem Leben. Einfach dran reißen, da oben hinlegen, weil da ist Platz. Okay, und jetzt? Was haben wir da jetzt alles? Ölfilter. Ja. Wir haben Benzinzusatz, ja. Ölzusatz. Okay. Eine Schließelbatterie. Ah, super. Unsere Öldichtung. Okay. Für die Ölablassschraube und unseren Pollenfilter. Ah, okay. Okay, dann lass uns sehen. Gut, dann nehmen wir jetzt die Kühlspindel. Darf ich das machen? Eine Freile. Gehst du mit deinem Schlauch da rein. Okay. Und dann einmal drücken und auffüllen. Und dann schauen, dass keine Bläschen drin sind. Und dann sehen wir schon, wir sind quasi Sibirien. Ja.
Minus 40 Grad. Mehr als minus 40. Nee, nochmal. Alles rein. Soll ja nichts fehlen am Ende. Das stimmt. Weil alles, super, was fehlt, müssen wir berechnen. Dann schauen wir, und dann haben wir hier so eine schöne Dokumentationsliste. Das sind so ein paar Punkte, ne? Ja, also okay, wir sehen hier 9 von 13 Seiten. Alles also klar, okay. Ordentlich was zum, ja, Überprüfen. Ja. Fahrzeugverglasung, auch immer ganz wichtig. Wir müssen immer darauf achten, dass keine Steinschläge da sind. Ne? Und auch, ob irgendwelche Leute an der Seitenscheibe irgendwelche Kratzer reingemacht haben. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Es gibt nicht nur die Lackkratzer, sondern es gibt auch wirklich Leute, die gehen mit den Schlüsseln an die Scheiben. Krass. Was und ist kratzen teurer? Einmal lang. Bitte? Was ist teurer? Für die, die es vorhaben mit dem Ex-Freund oder Ex-Freundin? Boah. Je nach Sonderlackierung. Du weißt ja, Sonderlackierung, was sie kostet, schon, ja, teuer. Ja. Aber so eine Scheibe kostet hier, so eine kleine Dreieckscheibe kostet auch mal eben 800, 1000. Ja, Wahnsinn. Plus Ausbau und all drum. Ja, ja, klar. Also, klar. Dann legen wir los mit, oh, unserem, es geht los mit unserem Ölwechsel. Ja, wir nehmen den Öldeckel ab. Ist auch Sonderausstattung, ne, der Deckel. Den gibt es auch nur in Schwarz. Du kannst aussuchen, ob du das B haben willst oder nicht. Ach krass, das wusste ich auch nicht. Ja. Guck mal, ich lerne heute so viel dazu. Mega. Gut, dann lassen wir das Auto weiter hoch. Okay. Herr Praktikant, bitte. Klar, ich mach das. Wir können auch halbe Höhe machen und schauen uns erstmal die Gelenke und das alles, ja, an. Okay. Sagst du Stopp? Ja, ja, immer noch ein bisschen höher. So ist gut. Okay, perfekt. So lassen wir. Wir schauen uns an Freiläufigkeit des Rades. Es könnte ja auch sein, dass mal die Bremse fest ist. Ah, okay. Krass. Wir schauen uns die Reifen an. Mhm. So, aber ich, okay, sehe, Rennfahrer, schön, die Gummis schön benutzt. Ja, dafür sind sie ja da, ne? Dann fahren wir noch weiter hoch und dann geht's an den Unterfahrschutz. Okay. Ja, das ist ja, Alter, wie viel denn noch? Ja, ja. Ein bisschen übertrieben, wa? Aber über 300 Stundenkilometer muss er auch geschützt sein, ne? Hast du? So. Rum ist lose, rechts rum ist fest. Sag mal. Oh ja, jetzt, Alter. Ja, ja. Was ist denn da los, ey? Okay, jetzt hab ich's drauf. Jetzt hab ich's drauf. Jetzt braucht mir keiner mehr zu. Jetzt. Nur lose, ne? Nur lose, nur anlösen. Und jetzt haben wir. Also, Achtung, kann laut werden. Alter. Ach, und hier ist jetzt Ölfilter. Also jetzt mal schnell echt zu Hause Ölwechsel, hier wird schwierig. Das ist vorbei, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind echt vorbei. Sind sowas von vorbei. Wahnsinn. Was soll ich jetzt machen? Nimmst du die hier. Ach so, komplett raus. Setzt du da oben drauf, weil ich habe ja schon angelöst. Okay. Und dann weiter lösen. Okay. Und dann so langsam, bis anfängt so ein bisschen Öl rauszutropfen. Ich habe schon angelöst, ne? Alter. By the way. Ja. Und jetzt mit der Hand leicht aufdrehen. Boah, komme ich doch gar nicht mehr rein. Boah. Genau. Alter. Und es ist auch heiß. Wohin damit? Da ist der Ölfilter. Einfach drin liegen lassen. Achso, drin liegen lassen. Boah. Zack. Und da hast du deinen Ölfilter. Ey, das ist ja klein für so ein Riesenauto. Für so einen Riesenmotor. Das ist ja mega. Die sind klein, ja. Die sind auch nicht größer. Ach so. Die, es gibt ja auch diese länglichen noch, ne? Ja, ja, die Kartuschen, ja. Und da kann man ja immer reingucken und gucken, ob da irgendwas ist, genau, ne? Ja, man könnte dann auch sehen, ob das Auto abused worden ist, aber... Was? Abused. Was ist das? Ein bisschen hart dran genommen. Ach so, nein, nein, das mach ich. Mach's nicht. Nein. Das glaube ich dir jetzt mal. Oh, guck mal, wie schön. Das ist doch geil, hä? Guck mal hier, alt. Neu, so. Das Ding ist, der sieht in 3 Minuten genauso aus. Dann stecken wir den wieder rein. Na, da war schon. Der klickt nicht, alles gut. Dann machen wir hier noch ein bisschen Flutschi-Öl dran. Okay. Und dann setzt du den hier oben an. Mit der Hand erstmal so weit vordrehen. Gut. Soll ich das machen oder willst du das machen? Du bist doch hier zum Arbeiten. Also, ja, nee, okay. Aber dadurch wird die Inspektion nicht günstiger. Ja, ich weiß. Okay. Ja, schön draufhalten. Nicht abrutschen, versuchen gerade, möglichst. Genau. Nicht abrutschen? Ja, schwierig. Das ist echt schwierig. Okay, und jetzt? Zack, da war's. Das war's, ne? Fertig. Alles klar. So, damit es nicht überall hinspritzt. So, und dann setzen wir uns noch eine Markierung. Warum? Damit wir sehen, bei der nächsten Inspektion, ob er sich vielleicht bewegt hat oder nicht. Ach so. Dann wir markieren. Und auch für uns einfach im Kopf, dass wir wissen, wir haben es gemacht. Ach so, okay. 45er Torx. Okay. Anlösen.
Boah. Okay. Ja. Boah. Jetzt. So. Boah, da läuft's. Das ist weg. Das schwarze Gold. Alter. Aber es ist noch mega durchsichtig. Also das Öl ist noch gut. Ist noch gut, aber man riecht, das ist schon ordentlich verbrannt. Ach so. Wie schnell bist du schon gefahren? 3,20, 3,25. Also fast V-Max. Ja, fast V-Max, ja. Ja, schön. Muss ja auch mal sein. Brauche ja auch mal. Muss. Ja, klar. So. So, jetzt tropft es nur noch. Jetzt können wir langsam anfangen. Gerade? Ja, schön gerade drauf. Okay, jetzt? Ja. Bis es knackt. Aha, gut. Das ist so krass, da muss man so... Das ist jetzt dicht, ne? Das ist jetzt dicht. Machen wir hier wieder schön sauber. Perfekt. Weißt du, was das hier ist? Warte, nicht sagen. Kompressor für meine Luftfederung? Nein. Warte, noch nicht sagen. Kompressor für Luftfederung ist es nicht. Nein. Weil, wenn du mich schon so fragst... Komm, das sollen die Zuschauer einmal raten. In den Kommentaren. In den Kommentaren. Was meint ihr, was das ist? Da geht Strom drauf, ja, und dann verändert sich innen drin die Härte. Aktive Motorlager. Ach so. Aktive Motorlager, das heißt, wenn du deinen Sportmodus reinmachst, ja, macht der die Motorlagerung härter. Ja. Ja. Und dann hast du dieses Kippen vom Motordrehmoment, hast du nicht mehr. Ach so. Und dann hast du ein agileres Fahrverhalten. Aber der hat doch auch dieses Ride Control, dass er immer gerade bleibt, ne? Ja, ja. Das macht er aber über die Luftfederung. Ja, ja, das macht er über Luftfederung. Und er hat an jeder Seite hat er Höhensensoren. Okay. Wo sind sie jetzt hier? Weil du kannst damit mit 200 in die Kurve fahren, so easy. Deine Karosse bleibt gerade, du hast nicht den hier. Dann hast du noch Hinterachslenkung. Ja, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Gut, ja. Super. Passt. So. Jetzt müssen wir dann runterfahren wieder, ne? Jetzt müssen wir alles wieder dran schrauben. Ja, klar. Sicher doch. So. So. Zack. Ja, aber wie Rennsport, ne? Komplett verkleidet. Unglaublich. Da ist kein Öl drin. Das ist krass, ne? Ey, wenn du jetzt einfach den Motor startest. Was kostet so ein Motor? Was meinst du? Was glaubst du denn? 30. Kommst du nicht mit aus? 70? Ja, 70. Der Motorblock alleine, ohne Anbauteile, so wie er ist, 32. Alter. Und da wir die Motoren meistens komplett kriegen, liegst du so bei 60, 65. Okay. Dann musst du aber noch Ausbau, Flüssigkeiten. Also wenn du einen schrottest und du bist außer Garantie raus, dann leg dir mal 80.000, 90.000 weg. 80.000, 90.000 Euro nur für den Motor? Okay. Hilft ja nichts. Muss ja sein, ne? So, wir holen Öl, komm mal mit. Komm mit, Öl. Und das stellst du vorher da ein, oder was? Nein, das ist wie an der Tankstelle. Du siehst dann hier die Zahl, wenn wir zapfen. Echt? Die geht dann hoch. Geil. Und jetzt holen wir uns das Öl. Also so rein, ne? Du musst aufpassen, nicht ganz rein, weil wenn du hier reinguckst, kommst du schon auf die Nockenwellen. Oh ja, stimmt. Hat er aber irgendwo ein Ablassventil, wenn er zu viel hat oder nicht? Nee, ne? Öl nicht, ne? Wenn wir zu viel reinmachen, haben wir die Arschkarte, wieder alles unten ausbauen und das, was wir zu viel eingefüllt haben, ablassen. Hat er überhaupt einen Ölstab? Für uns Servicemechaniker hat er einen, ja. Und zwar sollte hier unter der Kappe, hier, da. Das ist für uns Mechaniker. Wir haben extra einen Ölpeilstab, dass wenn mal irgendwas nicht inne funktionieren sollte oder Sensor ist kaputt oder was auch immer, ziehen wir den Pinöppel hier raus. Okay. Und dann haben wir einen Stab, wo wir hier reingehen können. Da ist kein Stab drin, das habt ihr nur. Okay. Das haben nur wir. Hat der Kunde nicht. Okay, das haben nur wir, das haben nur Werkstätten. Da kann man doch mal separat den Ölstand prüfen. Verstehe. Na? Ist an jetzt? Ist die Pumpe an? Ist an? Auf geht's. Okay. So, Ladies and Gentlemen, jetzt geht's los. Zack. Boah. 10,2. Boah. Perfekt. Punktlandung. Alter. Und jetzt ist Ölwechsel somit durch, ne? So, jetzt kommt der erste Moment. Haben wir alles richtig gemacht oder nicht? Knallt es jetzt oder knallt es nicht? Wenn es jetzt knallt, dann 90.000 Euro, denk mal. 90.000 Euro, ey. Das ist ein Ferrari Testarossa. Wow, hört sich gut an. Der hört sich besser an.
Sehr gut. Achtung, Motor läuft, aussteigen. So, wir gehen Sonderfunktion, wir gehen Wartungsintervall zurücksetzen, Prüfung durchführen. So, der Kollege fängt jetzt schon mal an, alles automatisch auszulesen. Mhm. Wir sagen hier, okay, passt. Dann sagt er, okay. Und fertig. Ah, perfekt. Super. Das war's. Achso, Schlüssel wolltest du uns noch zeigen? Ja, Schlüssel zeige ich euch jetzt. Schlüssel? Gehst hier hinten rein. Ja. Das war, da ist ja ein Notschlüssel. Achso. Drückst den auf. Okay. Dann nimmst du dir was Spitzes. Boah. Dann gehst du hier hinten rein. In die Nasen. Alter. Knackst sie auf. Zack. Okay. Und dann hast du hier deine Batterie. Ach so, okay, fertig. Alles klar. Die könnte auch Fehler auslösen, ne, wenn du nicht genug Batterie hast. Ja, zum Beispiel geht dein Easy Entry nicht mehr. Okay, verstehe. Wenn du die Hand reinmachst, der erkennt den Schlüssel einfach nicht. Ach so, okay. Aber das Auto ist ja so schlau, das überwacht sogar die Schlüsselbatterie. Und dann zeigt er das an. Zeigt er sofort an. Ja. Der sagt auch, welchen Schlüssel, 1 oder 2. Ah, okay, perfekt. Also, dann klickst du den hier wieder rein. Perfekt. Fertig. Krass. Einfach. Fertig. Ja? Fertig. So, jetzt noch Filter, so, ne? Filter machen wir jetzt noch. Willst du Scheibenwischer auch sehen? Ja, klar. Weil das ist auch easy. Nehme ich mit. Scheibenwischer. Alter! Boah. Zack. Fertig. Und fertig. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie mein Filter aussieht. Wo ist denn der? Ja. Ach, der ist drin? Ja, ja. Ja, freilich. Dann müssen wir den hier wegnehmen. Boah. Hast du hier noch eine 25er Torx? Boah. Guck mal von hier. Genau. Guck mal, wie aufwendig dann das ist. Drückst du den hier durch, aber ich habe jetzt keine Lust, den Stecker abzumachen, weil dann kommt nämlich gleich wieder Fehler. Okay. So, ich habe dir das schon mal vorbereitet. Alter, ich dachte, du ziehst das durch. Nein, du bist hier Praktikant, du sollst ja was lernen. So, und jetzt? Ist ja nicht. Boah, Unterschied. Das atmest du immer ein. Deswegen ist es wichtig. Weil guck mal, wie viel Staub da drin ist. Viele Leute meinen ja immer so von wegen, ja, da kann man auch 4 Jahre kann man das sitzen lassen. Nein, kann man nicht. Guck euch mal diesen Unterschied. Siehst du das? Wirklich jedes Jahr wechseln, krass, jedes Jahr tauschen. Wahnsinn. So, und jetzt muss es so wieder rein, ne? So, naja, das ist falsch rum. Da hast du wieder nicht aufgepasst. Guck, so, gleich 6. Nein, auch so, falsch rum. Gelbe Seite zu dir. Und nochmal drehen, so rum. Nee, ich muss ihn richtig zusammenpressen. Ja. Soll ich das schnell für dich machen? Ey, da bin ich mal gespannt, wie schnell du dafür brauchst. Also diese Inspektion ist viel, viel aufwendiger als bei meiner G-Klasse. Boah! Deswegen mag ich den alten Conti auch mehr, weil das ist einfacher. Einfacher, ja. Und dann drückst du den Teppich hier wieder rein. Siehst. Okay. Also das war der Pollenfilter. Haben wir jetzt so im Großen und Ganzen erstmal die erste Inspektion durch. Jan, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast was gelernt. Oh ja, und wie? Extrem viele Sachen. Wie viele Steuergeräte so ein Auto hat, wie viel Liter Öl da reingeht, diese ganzen Sachen. Und ich sag's euch, es ist viel, 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 viel aufwendiger als bei der Mercedes. Und alter Schwede, für 1600 Euro circa. Es hört sich viel an, aber es ist extrem viel Arbeit. Es ist viel Arbeit, ja. Es ist viel Arbeit. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ihr konntet mal mit, ihr konntet mal live, also nicht live, aber ihr konntet sehr nah dabei sein und mal erleben, wie wir das hier machen oder wie Jan das täglich macht. Und das ist bei dem Bentley Continental die erste Inspektion. Lasst ein Abo da, kommentiert mir, was ihr noch haben wollt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder.